Wie weit darf deine Motorradgabel eigentlich beim Fahren nach unten gehen? Sprich, wie weit darf der Hubindikator oder auch der Kabelbinder, je nachdem, nach unten gehen? Das ist ja immer so eine Frage, wo man immer tendenziell viel Angst hat, ob denn nicht die eigene Gabel auf Block geht, ob denn da irgendwas kaputt gehen könnte, ob man denn am richtigen Weg ist und so weiter und so fort. Grundsätzlich gilt, die meisten Supersport-Federgabeln haben 120 mm Federweg. Pi mal Daumen, 1, 2, 3 mm. Das kannst du eigentlich relativ leicht rausfinden. Und zwar musst du dazu einfach nur dein Motorrad nach oben heben, also irgendwie anheben, entweder über einen Ständer, der quasi an der Gabelbrücke annimmt, oder über einen Zentralständer, auf irgendeine Art und Weise, dass die Gabel ausfedern kann. Und dann nimmst du ein Maßband oder einen Meterstab und misst mal einfach von der Staubkappe nach unten. Und da sind die 120 mm nicht immer so ganz ernst zu nehmen, weil du hast nämlich auch noch eine sogenannte, oder in vielen Fällen eine sogenannte Top-Out-Feder. Die Top-Out-Feder, die ist meistens noch nicht ganz komprimiert, weil die Hauptfeder im Endausschlag des Federwegs nicht so viel Power hat, dass die komprimiert wird. Das heißt, du könntest ungefähr 5 mm, 3 bis 5 mm sowas quasi wegrechnen von den 120 mm und dann bist du schon relativ genau da, wo denn deine Gabel am Ende des Tages eigentlich ankommen wird. Das ist so dieser Pi mal Daumenweg, ne? Also ungefähr, um rauszufinden, wie weit kann denn die Gabel. Da muss man dazu sagen, dass jede Gabel einen unterschiedlichen Block, ein unterschiedliches Blockmaß hat. Und das kommt auf die Bauform der Gabel drauf an. Und aber auch auf die Cartridge der Gabel. Ne? Ist es eine Original-Cartridge, ist es eine Öhlins-Cartridge, ist es eine KTEC-Cartridge? Das sind unterschiedliche Variationen, die es gibt. Und diese Kombination ergibt dann unterschiedliche Maximalfederwege. So kann durchaus mit einer anderen Cartridge auch mal 125 oder sogar 130 mm Federweg erreicht werden. Das ist immer nicht zu pauschalisieren. Aber wenn man mal grundsätzlich ausfedert, dann sieht man schon, wo geht das ungefähr hin, dass die 120 mm erreicht werden. Man ist jedoch allerdings so ein bisschen beeinflusst von verschiedenen Bildern. Es gibt Bilder, da ist so ein Hubindikator, Schrägstrich Kabelbinder, fast ganz unten am Gabelfuß. Und dann gibt es Bilder, wie zum Beispiel bei meiner Honda, da ist dieser Hubindikator gefühlt noch 5 cm vom Gabelfuß weg. Und das ist immer wieder bauartbedingt. Honda hat zum Beispiel ein sehr kopflastiges Motorrad, das sie versucht haben, mit einer sehr langen Gabel zu kompensieren. Das funktioniert teilweise auch. Und dadurch mussten sie quasi einen gewissen toten Weg in der Gabel haben. Trotzdem hat die Gabel 120 mm Federweg, aber sie ist einfach länger. Aber deswegen fährt sie nicht bis ganz nach unten. Wenn du zum Beispiel eine BMW hast, eine K46 S1000 Doppel-R mit vielleicht sogar einer Öhlins oder einer KTEC-Cartridge, dann wirst du feststellen, dass dieser Hubindikator, Schrägstrich Kabelbinder, verdammt weit nach unten kann. Also fast schon am Gabelfuß aufliegt. Das heißt, wenn der Hubindikator eventuell zu dick ist und die Staubkappe vielleicht nicht original ist und auch noch mehr aufträgt, dann kann es durchaus sein, dass der Hubindikator quasi am Gabelfuß aufliegt. Und trotzdem muss die Gabel aber nicht auf Block sein. Wir kommen noch ein bisschen genauer in die Sache rein. Was man auf jeden Fall wissen muss, und da greife ich so ein bisschen von unserem Fahrwerksratgeber ab. Der Fahrwerkratgeber ist ja ein Videokurs mit 4,5 Stunden. Ich verlinke den mal nochmal unten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Aber einen kleinen Teil davon picke ich jetzt mal raus. Vielleicht bekommt auch der ein oder andere Lust. Oder du kannst es jetzt dann schon auch für dich verwenden. Es kommt immer eine gewisse Energie ins Motorrad. Beim Bremsen, ne, Ende statt Ziel, du gehst in die Bremse, es kommt massiv viel Energie ins Motorrad. Abhängig davon, wie stark bremst du, wie schwer ist dein Motorrad, wie schwer bist du, wo sitzt du am Bike und so weiter und so fort. Diese Energie wird angegeben in Form von Kraft, sprich Newton. Das heißt, wie viel Newton lasten auf deiner Gabel. So, und jetzt kannst du diese gewisse Kraft, die jetzt kommt, kannst du über zwei Faktoren absorbieren. Der eine Faktor ist die Härte der Feder. Also umso härter die Feder ist, desto mehr Energie kann diese Feder aufnehmen. Der zweite Faktor ist lediglich der Weg, der genutzt wird, um Energie zu absorbieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, da kommen jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal 2000 Newton. Ne? 2000 Newton an Kraft kommen jetzt auf die Gabel beim Anbremsen. Dann kommen die
egal, ob du jetzt eine härtere Feder reintust oder eine weichere Feder reintust oder mehr Federweg hast oder weniger Federweg hast. Das heißt, die 2000 Newton, die stehen an. Abhängig davon, wie hart du bremst, wie schwer du bist, wie schwer das Moped ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr harte Federn drin hast, im Verhältnis, und mit diesen 2000 Newton nur 3/4 des Federwegs benötigst, dann wirst du wahrscheinlich das letzte Viertel vom Federweg niemals benötigen. Das ist aber wiederum schlecht, weil du dann in sensiblen Situationen eine sehr harte Feder drin hast, die vielleicht nicht so sensibel anspricht, wie sie hätte ansprechen sollen. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, diese 2000 Newton, die jetzt maximal kommen, über den gesamten Weg der Gabel aufzunehmen. Das heißt, so viel wie ich möchte, so viel wie möglich Federweg nutzen, weil ich diese 2000 Newton irgendwie verdrängen muss. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Wenn ich jetzt mehr Federweg nutzen möchte dadurch, dann kann ich von der Federrate reduzieren. Das heißt, umso mehr Weg ich zur Verfügung habe, desto softer kann ich die Feder bestücken. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig und sehr gut. Man sagt ja immer, so weich wie möglich, so hart wie nötig. Und deswegen möchte ich wirklich fast Maximum des möglichen Federwegs nutzen. Habe ich also eine Gabel mit 120 mm Federweg, möchte ich 119 nutzen. Also was würde es für einen Sinn machen, 10, 15 mm des Federwegs herzuschenken, wenn denn dementsprechend dann die Feder in manchen Situationen zu hart ist. Zum Beispiel in maximaler Schräglage. Maximale Schräglage mit diversen Bodenwellen. Da möchte ich natürlich eine Gabel haben, die sehr soft darüber anspricht. Also brauche ich viel Federweg. Deswegen hat zum Beispiel eine WM-Gabel teilweise 130 mm Federweg. Oder nicht nur teilweise, sondern WM-Gabel haben Minimum 130 Federweg. Also weil die halt dann dementsprechend sensibel ansprechen und die haben dann auch im Verhältnis softere Federn drin, weil, wie gesagt, die Energie einmal über den Federweg aufgenommen wird und über die Federhärte. Und deswegen darf man sich auf keinen Fall verrückt machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eines sogenannten Blocks. Wenn eine Gabel wirklich auf Block geht, also ein mechanischer Block, wenn Metall auf Metall gehen würde, was selten der Fall ist, dann wirst du das merken im Sinne von, das wird an den Handgelenken wehtun beim Anbremsen. Das wird richtig sein, also das tut wirklich unangenehm weh und das macht keinen Spaß. Wenn der Hubindikator lediglich weit unten ist, heißt das erst einmal gar nichts. Weil dazu musst du erst mal rausfinden, wo hat denn die Gabel das Blockmaß. Das kannst du zum einen, wie vorher gerade in dem schwindlichen Beispiel erklärt, mit ganz Ausfedern messen, wo sind die 115 bis 120 mm Federweg und dann weißt du ungefähr, wo der Hubindikator maximal stehen darf. Das ist aber immer noch nicht so genau, weil es könnte ja sein, dass die Gabel in Kombination mit dieser Cartridge vielleicht noch mehr kann. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, das Blockmaß zu bestimmen. Und das kannst du nur auf eine Art und Weise, und zwar musst du von der Gabel die Feder ausbauen und die Gabel mit, also ohne Feder zusammenfahren, mit einem Hubindikator. Und dann weißt du, wo das tatsächliche Blockmaß der Gabel ist. Dann kommt es natürlich noch darauf an, was gibt's denn für verschiedene, oder was hat deine Gabel für verschiedene Blockarten. Es gibt viele Gabeln, die haben einen sogenannten Hydrostopp. Der Hydrostopp ist nichts anderes wie ein hydraulischer Federwegsbegrenzer, der quasi am Ende des Federwegs, und zwar ziemlich genau im letzten Viertel des Federwegs, kommt. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Kolben auf einer Kolbenstange, der in so eine Tülle reinfährt, die mit Öl voll ist. Und das bremst natürlich wahnsinnig stark. Das Schlechte am Hydrostopp ist, und deswegen bauen wir den bei fast jeder Gabel, die wir bei uns reinbekommen, aus, weil der die letzten 20 bis 30 mm Federweg eigentlich fast unmöglich macht, dass da noch irgendetwas anspricht. Das heißt, diese Tülle, diese Kolben fährt in die Tülle rein und dann ist, das ist wie eine Art Block, kein mechanischer Block, sondern hydraulischer Block, und das ist halt dann massiv hart. Das heißt, es kommt keine Energie mehr rein. Und im Endeffekt, wenn wir sagen, dieser Hydrostopp hat 30 mm und die Gabel hätte 120 mm, dann haben wir das letzte Viertel vom Federweg quasi im Hydrostopp. Und das ist speziell für einen Fahrer, der auf der Rennstrecke fahren will und spät bremsen will und auf der Bremse in die Kurve hineinfahren will, nicht gerade förderlich, weil dann kommt das Gefühl von, das Motorrad stoppt nicht. Weil in dem Moment, wo die Energie nicht mehr in die Gabel kann, weil die Gabel sagt, Alter,
ich mache hier keinen Weg mehr, wir stehen hier im Öl des Hydrostopps, dann sagt der Reifen, Alter, aber ich muss es irgendwie kompensieren. Und irgendwann fängt der Reifen an, quasi mehr Schlupf zu haben, als er haben soll. Und dadurch ist die Bremswirkung geringer. Und dann kriegt der Fahrer das Gefühl von, das geht sich nicht aus. Und deswegen kompensiert er das dann mit ein bisschen mehr Federverspannung oder vielleicht auch härtere Federn, was eher die richtige Wahl wäre. Aber noch besser wäre, die härtere Feder plus den Hydrostopp zu entfernen. Also die Hydrostopps sind so auch der älteren Generation so ein bisschen. Ne? Also ne? Bei den aktuellen Bikes ist es fast nicht mehr so verbaut. Die aktuelleren Bikes haben eher so einen Rub-Bumper so, oder eine Öhlins-Cartridge oder eine Kälte-Cartridge. Die haben so einen Gummipumper auf der Kolbenstange von der Cartridge. Und auch der kann noch mal ein bisschen Federweg. Das ist deutlich komfortabler als ein Hydrostopp. Bei meiner Honda oder allgemein bei meinen Bikes will ich auch, dass die Gabel hin und wieder wirklich ans Limit geht. Weil du auf dem Rub-Bumper, speziell bei der Öhlins-Cartridge, relativ gutes Vorderrad spürst. Das heißt, ich fahre bewusst in manchen Bremssituationen in das Ende des Federwegs hinein, um dann den Reifen gut zu spüren. Das ist meistens nur so ein bisschen so ein Titschen. So ein jetzt bist du am Limit, jetzt bist du genau am Limit. Das heißt, es ist so ein Feeling, was man dadurch generiert. Das heißt aber nicht, dass das deswegen schlecht ist. Also das Thema Block ist ja hoch im Kurs und viele rufen uns an, ja, meine Gabel geht auf Block, was soll ich machen? Und ich frage immer, geht sie wirklich auf Block oder denkst du, dass sie auf Block geht? Deswegen auch die mal nachgucken, mal nachmessen oder halt im besten Fall Feder ausbauen, Blockmaß bestimmen. Dann weißt du exakt, was los ist. Wie gesagt, abhängig von den Komponenten, die verbaut sind. Die Kombination aus der Gabel mit in Kombination mit der Cartridge und. Ist ein Hydrostopp drin? Ja, nein. Ist er schon rausgenommen worden? Sind natürlich viele Faktoren. So, viele Informationen auf einmal. Wie gesagt, lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. Wer noch keinen Hubindikator in Form von Kabelbinder oder O-Ring oder was auch immer, also wir bauen die Hubindikatoren selber, aber so eine einfache, günstige Alternative ist natürlich durchaus ein Kabelbinder, um mal zu sehen, wo komme ich denn hin. Wenn ich eventuell so viel Restfederweg habe, dann wird wahrscheinlich irgendwas nicht stimmen. Also dann wird wahrscheinlich entweder die Feder zu hart sein oder auch viel zu viel Öl in der Gabel. Das haben wir auch ganz oft, wenn Gabeln zu uns reinkommen, die schon mal irgendwo serviciert worden sind oder nur Simmering getauscht worden ist und die Ölmengen nicht passen. Ja, dann ist die Progression relativ hart hoch und die Gabel stehen schnell im Öl und machen einfach nicht Maximum Federweg. Also das Ziel sollte auf jeden Fall sein, immer Maximum Federweg zu generieren. Das kann man auch durchaus ein bisschen bestätigen, wenn ihr euch mal die Slow-Motion-Videos anschaut von Superbike WM, MotoGP, wenn die auf der Bremse reinkommen in die Kurve, so kurz vorm Einlenken oder schon beim Einlenken, dann schaut ihr mal hin, wie weit die Gabel unten ist und die arbeitet da unten immer noch. Von dem her, die nutzen auch Maximum Federweg. Das ist wirklich das Ziel. Wenn ihr mal das Vergleichbeispiel Motocross oder Enduro anschaut, die haben doppelt so viel Federweg wie eine Supersportler, die haben aber auch nur die Hälfte Federrate drin. Also so ein Standardmaß von einer Supersportler ist so eine 10 Newton Feder, also 10 Newton pro Millimeter mit 120 mm Federweg und eine Enduro mit 240 mm Federweg hat durchaus nur eine 4,5 oder 5er Feder drin. Also da mal drauf achten, so weich wie möglich, so hart wie nötig und das geht viel über den Weg. Also so viel Federweg wie nur möglich nutzen, nicht 10, 15, 20 mm verschenken, das wäre verschwendeter Federweg und vor allem auf Kosten des Ansprechverhaltens. Ja, ich denke, das war ganz interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das schon gewusst habt oder ob ihr dann noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt. Können wir uns gerne noch ein bisschen darunter austauschen. Vielleicht kommt auch ein Folgevideo, wenn da mehr Bedarf da ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao.